Ja, also, wir sind im Hotelzimmer angekommen, Rio und ich. Und Rio, sag mal Hallo. Hi. Okay, das ist jetzt schon mal schlecht dafür, dass das Bett noch erst kommt. Ja, Das Bett kommt erst noch. ich zeig euch mal das Hotelzimmer. Also, es ist riesig groß. Wir fangen einfach mal praktisch hier an. Da ist der Eingang samt. Man sieht schon, Rio ist schon wieder im Bild. Ja, okay. So, da ist hier so ein bisschen was. Das finde ich immer ganz geil bei englischen Hotels. Ganz im Ernst, das Hotelzimmer ist aber so groß, dass ich gerade mein Brötchen verloren habe. Okay, ich habe einen Keks gefunden, wenn du einen brauchst. Ah, Also ich habe da ein gibt's Brötchen. was. Dann ist hier noch ein bisschen was zum Heißmachen. Das finde ich ganz geil. Problematisch finde ich jetzt schon mal die Positionierung des Fernsehers, weil wenn man jetzt, okay, jetzt muss ich es wirklich zeigen. Da ist es unser Bett. Also ich sage auch bewusst unser Bett, weil hier kommt nicht mehr. Also ja, Rio und ich, wir teilen uns dieses unglaubliche. Es kommt viel kleiner rüber. Es ist eigentlich 3 Meter breit. Und ja, Ja, wirklich. Dann gibt es hier noch ein Bad. Das ist Ah, so, du Alter, musst sagen, ist wenn du das. eine Makrolinse drauf hast, dann wird das ultra entwickelt. So, da ist Bad mit hier auch schön Badewanne und so. Pott sitzen. Ja, ich würde sagen, da kann man sich doch schon einen Eindruck machen. Und in dem Fall sage ich da mal Tschüssikowski. Und ja, Wir gehen jetzt schwimmen. wir gehen schwimmen. Tschüssi. Hallo und willkommen im Partybus. Wahrscheinlich fickt mich die GEMA wieder lang Ja, hart. wahrscheinlich. Im Zweifel halt euch erst jetzt, je nachdem wie ich schneiden muss wegen der fucking GEMA. Ja, Rio und ich, meine Wenigkeit, Michse, sind jetzt auf dem Weg Richtung Bovington ins Tank Museum. Aber heute ist noch nicht Tankfest, heute ist Community-Kontributorentag, deswegen ist diese Nase, wow, wie toll es mit dem Daumen geklappt hat, und ich sind da heute am Start. Nachdem. Special Content. Special Content. Für alle Deutschen speziellen Inhalt. Multisynchron. Ja, und nee, wir sind sehr gespannt drauf, weil heute wir werden den Big Boss Victor Kiesli wohl treffen. Wir werden die Xbox One-Version anspielen. Und ich muss ja also schon sagen, die Xbox 360-Version, was man jetzt als Zocker und PC-Spieler davon halten mag, schaut optisch viel geiler aus. Und die One-Version wird Leider nochmal ja. besser. Leider Deswegen ja. glaube ich, kann man sich schon da sehr stark drauf freuen. Und ja, wir werden natürlich euch so viel als möglich Impressionen auf unseren Kanälen hinterlassen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Ich Fall habe auch meine Kamera dabei, aber die ist jetzt gerade hinten und ich muss ja fahren. Auf der falschen Seite übrigens, falls es einem noch nicht aufgefallen ist. Wir sind ja in England. Wir fahren auf der falschen Seite. Und es ist total verwirrend. Ich muss mit links schalten. Und deswegen tut mir wirklich mein Handgelenk weh, weil ich es nicht gewohnt bin. Ich benutze meine linke Hand nie. Ja. Jetzt ist Platz für Fantasie. Nee, und wie gesagt, also deswegen jetzt der Partybus verabschiedet sich. Wir sehen uns dann wieder vor Ort Oh, auf dem nach Techfest. vorne, nach vorne. Guck mal, wie toll es aussieht. Also, ihr seht schon, ich bin nicht alleine, sondern ich habe hier mir gleich den Enrico Schick geschnappt. Ich schwenke mal ganz kurz hier einmal über das Museum. Wir sind in Bovington. Rico ist auch hinter mir. Wir sind in Bovington angekommen. Heute ist der Kontributorentag, deswegen ist es heute schön ruhig und kuschelig. Ja, und mal vielleicht ein ganz kleines Mini-Interview. Wie gefällt es dir so? Was ist deine Erwartungshaltung auch an uns natürlich heute so? Ich freue mich, dass wir dieses Jahr einmal die Gelegenheit haben, mit unseren Kontributoren hier durch die Hallen zu gehen. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich in Bovington am Panzermuseum bin. Und muss sagen, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf den Austausch, auch so ein bisschen im Hinblick darauf, wie unser Kontributorenprogramm weiterentwickelt wird, was wir in Zukunft machen werden. Und von daher, glaube ich, haben wir an diesem Wochenende sehr viel Gelegenheit. Und wer auch immer in der Nähe ist, sollte einfach vorbeikommen. Ja, ich glaube, mit den Worten kann man es gut beschließen. Und ja, wie gesagt, es wird gleich noch mehr geben, aber dazu, wenn die geileren Panzer kommen, gleich noch mehr. Bis gleich. Also, jetzt wie gesagt, wir sind jetzt in der wichtigsten Halle, kann man schon fast sagen, das Tank Museum, wo man auch die geilsten Panzer sieht. Das darf man meines Erachtens ganz klar so sagen. Und ja, ich zeige euch natürlich jetzt ein bisschen was. Hier ist natürlich Panzer 6 Model B, auch Königstiger genannt, aber mit einem anderen Aufbau. Von dem her also da nicht erschrecken, dass ihr den so nicht kennt. Dann ist jetzt der Pershing. Der auch ein Video macht. Da ist der Hallo, hallo Björn. Da ist der Pershing. Natürlich
krasses Ding, Pershing. Muss man hier sogar aufpassen, dass man da nicht dagegen läuft. Jagdpanzer auch am Start und daneben von vielen lange Zeit sehr, sehr gern gespielt, bis er einen kleinen Nerf bekommen hat, war natürlich der Hetzer auch. Und wenn man jetzt den Hetzer dann sieht, gibt es hier dann gleich noch auch nochmal in vollster Pracht den Königstiger. Also wirklich toll. M10, Tank Destroyer auch am Start. Also hier sind unglaublich viele geile Sachen da. Da kann man so sagen, es ist sehr, sehr viele tolle Panzer und ihr werdet gleich noch mehr sein, also bleibt am Ball. So, also jetzt hinter mir ist dann das deutsche Prachtstück. Hier unten. Nee, natürlich nicht. Ist nicht die Cobra, sondern hier wirklich der Tiger. Ganz besonders. Da hinter mir ist auch noch Jingles und Quickie. Die sind auch noch hier am Start am Kontributorentag. Und ja, man muss natürlich sagen, das Ding ist halt einfach abnormal groß, wenn wir jetzt mal die Relation sehen. Hier Jingles und hier einfach dieses fette Ding. Also das ist schon unglaublich. Lass uns mal durchgucken hier hinten. Sehen wir auch noch den Hetzer, den Jagdpanther. Ein Pershing ist auch noch am Start. Da hinten Porsche-Turm. Also unglaublich. Hier so ganz kleine sind auch noch da. Go through. Yeah, sure. Natürlich wird hier auch gearbeitet und auch schon ein bisschen Publikumsverkehr. Auch wenn es in Relation zu dem, was da morgen los sein wird, noch gar nichts ist. Es ist sehr, 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 sehr geil. Und wie gesagt, die Panzer unglaublich toll. Von dem her kann man noch viel erwarten und ich bin sehr gespannt und freue mich, euch noch mehr zu zeigen. Also bis gleich. Ja, momentan gibt es sogar noch forcierte Versionen. Momentan ist jetzt auf dem neuen Armata T14. Wollen Sie jetzt so. Vasili ist wirklich gut in dem Panzerthema drin, muss man sagen. Eine X-förmige. Ja. Motorvariante, okay. Also praktisch zwei V12 Blöcke in ein X. Ah, ja. Okay, ich stelle mal fest, wenn ihr Unterhaltung braucht, bei mir sind das halt immer noch ganz gut aufgehalten, aber Vasili weiß einfach mehr. Wir gucken jetzt mal weiter. Tuk, tuk. So, also im Hintergrund seht ihr alle YouTube-Sterne, Streamer und alles, was in Europa einen Namen hat. Deswegen nehme ich aber jetzt gar nicht auf, sondern viel besonderer und viel wichtiger sind, hier ist nochmal übrigens das Jingles, viel wichtiger ist das, was aber hinter den ganzen Leuten passiert. Und das ist auf jeden Fall ein Highlight, das kann man so sagen, wie es ist, weil das sind die ganzen Panzer, die gerade aufbereitet werden. Und da switchen wir doch mal einmal kurz rum. Und da seht ihr, da unten, da sind eine Litanei an Panzern, da nochmal Leute, aber unten die ganze Halle, die hier aufbereitet ist. Also von dem her wieder mal absolutes Highlight, die Panzer, die hier uns live gezeigt werden. Ich bin sehr begeistert und ich hoffe auf bald mehr und ja, ich bleib dran, bis bald. Gerade noch oben, jetzt sind wir also auch unten bei dem Panzer. Also jetzt ist es nicht nur so, da kommt mein Freund. Ja. Der verfolgt mich so ein bisschen. He follows me everywhere. He's my stalker. Nein, also jetzt sind wir unten in einem Conservation Set Center. Björn ist auch am Start. Hallo. Björn wird wohl auch gleich noch einen kleinen Film drehen. Ja, es ist unglaublich. Wie gesagt, ich versuche es immer noch so ein bisschen so wegzuhalten, dass ihr auch im Hintergrund seht, was hier passiert, was hier los ist. Also hier so wirklich an den Panzern dran zu stehen, die ja hier einfach gerade so frisch aufgenommen werden und repariert werden. Ganz viele Prototypen am Start. Also es ist fantastisch. Also da kann man sagen, was man will. Was? Rita, she's shy. Hi. Ja, es ist wirklich, wirklich beeindruckend, was hier gemacht wird, was da passiert. Diese Panzer werden alle jetzt peu à peu dafür genutzt. Rita ist ein bisschen verwirrt. es ist unglaublich, was hier an Panzern aufgefahren wird. Ich bin selber mehr als sprachlos, wenn man einfach nur mal hier so reinschwenkt. Wie viele das sind. Ich glaube, ich habe irgendwas gehört von einer Zahl von über 150. Es ist wahnsinnig krass. Und jetzt müssen wir mal schnell hier durch. So. Quickie Baby. Hi. So, ja, also es ist wahnsinnig krass, wirklich. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, sowas, so ein Gefühl zu haben, weil ich ja nach wie vor, ich bin da gar nicht so in dem Thema, dass ich so Panzer mag. Und ich habe, was sage ich? Ich sag's doch. Sondern es ist wirklich krass. So, jetzt machen wir auch nochmal hier
ihr seht es ja selber, also da braucht man eigentlich gar nicht viele Worte verlieren. Das ist ja für mich selber einfach auch eine Sache, wo ich sagen muss, wow, was hier passiert, auch da drüben. Ja, ich weiß echt nicht mal, was das alles für Panzer sind, aber einfach hier so, der hat da Raketen drauf. Und das ist das Schöne hier, man muss das Ganze gar nicht so abrüsten, so wie man es in Deutschland gewohnt ist, sondern die dürfen die Dinger einfach so ausstellen. Also, das ist einfach atemberaubend. Also für jeden, der irgendwo ansatzweise Bock auf Panzer hat und der da wirklich sich engagiert und sagt, Panzer ist mein Ding, der muss einmal nach Bovington, das kann ich nicht anders sagen. Also ich bin auch gespannt, wie der morgige Tag ist, dann auch nochmal die Panzer live zu fahren. Und wenn dann hier 18.000 Menschen sind, der Samstag ist ausverkauft, ist der meistbesuchte Tag überhaupt mit 18.000, gab es auch noch nie. Und ich weiß auch langsam, warum das so ist und warum sich da Leute so engagieren und faszinieren dafür, die nicht nur World of Tanks spielen, sondern allgemein. Also von dem her, ganz toll. Da vorne sehen wir auch nochmal, da zoomen wir mal ran, da ist Richard Challenger, also auch der, den werden wir heute nochmal sehen, vielleicht kriege ich den auch nochmal irgendwie dran. Also, von dem her, ich zeige euch noch viel, 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 viel mehr, bleibt dran, bis gleich. So, also ich habe jetzt mal noch eine kleine Minute gefunden, mich hinzusetzen, muss das mal gleich hier, jetzt hier abgelenkt, oh, da, muss jetzt mal eine Minute mich hinsetzen, weil diese Panzer, die sind erschlagend. Also es ist irgendwie so unglaublich groß, es ist so unglaublich beeindruckend, aber auch irgendwie furchteinflößend, wenn man bedenkt, dass das alles nicht nur ein Spiel ist eben, sondern doch real. Und die Panzer dann so wirklich damals für Angst und Schrecken gesorgt haben. Also das ist ja nicht nur so war, wir sind da irgendwo durchgefahren, sondern alles, was da hinter mir steht, hat eben eventuell Menschenleben irgendwo gekostet. Deswegen, ich muss schon sagen, harter Tobak auch irgendwo. Aber unglaublich, also wie gesagt, nur wenn diese Dinger da stehen, dieser kalte Stahl, wenn man da vor ihnen ist, also ist wirklich krass beeindruckend. Also ich muss sagen, ja, interessant, spannend und hat auf jeden Fall was. Also ich bin jetzt schon wirklich sehr gespannt, die dann mal live in Action zu sehen. Und bis jetzt, nach wie vor, ich muss es immer schon sagen, es ist echt ein Hammer-Erlebnis. Also ich glaube, das wird mich sehr, sehr lange bewegen. Und ich hoffe, euch gefällt es bisher auch, dieses Video, weil ich versuche natürlich so viel als möglich hier mitzuteilen. Ja, von dem her, wir bleiben noch dran und schauen noch weiter. Also bis gleich. Rio, Vasili und Rico, wir haben es uns schön gemacht und was gegessen. Garten Chili, meins ist aber allerdings besser. Aber trotzdem muss man bisher sagen, war der Tag sehr geil. Diese Panzer und dieses Museum ist wirklich grandios. Und jetzt will ich euch auch noch ein bisschen was hier zeigen. So ein bisschen mal was, auf was eingehen. Und natürlich, ihr alle kennt ihn, den Leo 1. Natürlich ein super geiler Panzer, gerade auch bei World of Tanks. Sehr, sehr beliebt. Ich selber bin leider noch nicht bei ihm. Dann haben wir hier den Chieftain. Auch sehr cool. Dann hier ein Scorpion. Da hinten kommt noch ein T55. Nicht, dass ich jetzt verfalle. Oder T57. Ich bin da selber ja nicht so im Bilde. Oh, da war eine Säule. T62, Entschuldigung. Ich wollte jetzt hier den Panzer nicht verschmähen. Und das war jetzt wirklich nur eine kleine Impression, was es hier so an Panzern gibt. Das ist einfach, ich bin nach wie vor ein bisschen baff und sprachlos von dieser Auswahl, von dieser Vielfalt hier. Heute jetzt werden wir dann noch ein bisschen Programm haben. Wir sehen auch noch eine Tortoise. Ich hoffe auch, dass ich die noch zeigen kann im Conservation Center. Das ist dann nachher auch noch am Start, jetzt nach dem Mittag. Also von dem her, der Tag ist noch lang und der wird noch sehr, sehr schön. Chieftain stellt uns, nicht Chieftain, Challenger, habe ich gerade sogar ein Selfie gemacht, voll cool. Und mit Jingles habe ich vorher auch schon ein bisschen sprechen können. Also es ist wirklich eine coole Sache, was Wargaming da für uns macht. Das muss man an dieser Stelle auch ganz klar anerkennen und honorieren. Also vielen lieben Dank an Wargaming, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Von dem her wirklich sehr cool. Ja, ich sag mal so, ihr seht gleich noch viel mehr Material von dem heutigen Tag und ich denke, es lohnt sich, also auch da wieder mal dranbleiben. Also es kam immer mal wieder die Frage auf oder wird auch wieder aufkommen und hier auch intern, was mir am besten gefallen hat und das zeige ich euch jetzt mal und bin aber ein bisschen still, sondern ich zeige einfach mal, was wie eine geil gemachte Halle und wie stimmungsvoll das Ganze hier sein kann. Also passt auf.
Vorgeschmack, jetzt geht es aber noch weiter. Man hört es mal jetzt auch an, wie die Engländer Deutsch sprechen. Kommt auch gleich. Was für ein Ungeheuer, mach, dass du rauskommst! Machen wir! So, und da sind wir also aus der Halle raus. Und da geht es weiter mit den Marks, mit den ersten frühen wirklichen Panzern. Und ich muss sagen, da sieht man mal, wie cool das Arrangement da hinten war. Also ich muss sagen, das fand ich irgendwie lässig, weil das mal so ein bisschen einen anderen Eindruck bringt. Also von dem her, das war cool. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Durchmarsch da so ein bisschen gefallen. Ja, das war's dann von dem Durchmarsch. Also, der erste Tag ist rum am Kontributorentag. Und also jetzt um für mich mal ein kleines Fazit zu schießen. Und ich muss sagen, wir haben uns halt, glaube ich, auch noch schön positioniert hier von dem Panzer. Falls man ihn sieht. Falls man ihn sieht, gehen wir zur Seite, Panzer. Also ein Fazit von mir selber. Ich bin positivst überrascht. Ich habe mir ehrlicherweise, ja, ich dachte mir halt so, ja, das wird halt so ein Tag, die famen sich ein bisschen selber und dann, damit ist es durch. Aber es war nicht so. Also ich muss sagen, der Fokus lag brutal auf Panzern selber und eben nicht auf Wargaming und das fand ich überraschend. Ja, und das, was über Wargaming im Prinzip so ein bisschen gezeigt wurde oder gesagt wurde, war eigentlich, waren interessante Facts. So beispielsweise zu World of Tanks so ein paar Sachen. Wir haben einen Leak bekommen, der so bisher noch nicht vorhanden war, von dem japanischen Tier-10-Panzer. Richtig. Noch ein paar Infos zu dem Panzer. Wir haben ein paar Statistiken zu einzelnen Spielmodi bekommen, wie es da so weitergeht und was sie da planen. Das ist wirklich interessant gewesen. Das war nicht so hier, hey, wir sind's. Und auch Eingeständnis, dass eben zum Beispiel manche Sachen nicht so gut liefen wie, ja, wie die historischen Gefechte. Da haben sie auch gesagt, das war ein richtiger Reinfall. Also das haben sie auch selber erkannt und wollen sowas auch nie wieder machen, dass sowas so schlecht wird. Ja, es wird jetzt mehr getestet auf jeden Fall, ja. Kann man ja auch sagen, Domination-Modus, ich weiß nicht, ob man es sagen darf, aber wir machen es jetzt einfach, oder ich. Der Domination-Modus ist jetzt eine Vorstufe dafür, dass eventuell sowas Ende des Jahres richtig und final kommen wird. Aber die testen diesen Herrschaftsmodus jetzt eben so viel, dass man da wirklich sagen kann, wenn dann der Final kommen soll, was ja gerade in Planung ist, aber noch nicht final, dass der dann halt auch wirklich gut ist und nicht nur so ein bisschen was dahingeschustert. Ja, ja, aber das ist ja relativ offensichtlich gewesen, dass er so reinkommt. Zumindest ich habe es schon erwartet. Ja, weil er so lange ist. Ja, ansonsten, das war im Endeffekt so die Präsentation, die wir hatten. Da wurden ein paar Sachen noch gezeigt zu Master of Orion, ein paar Screenshots aber gesehen, wir konnten was anzocken, jetzt mal bezogen auf Wargaming, um das Thema vielleicht abzuschließen. Ja, ein paar Goodiebags haben wir eigentlich. Goodiebags gab es auch, klar, mit russischen Fanartikeln, die man aber sagen muss, das Merchandise in Russland ist super cool. Das ist echt ziemlich cool, ja. Und ansonsten vielleicht noch, was interessant war, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Den Faden, also hau ich nochmal schnell einen raus. Also ich muss ja sagen, wie gesagt, der Tag läuft sehr auf den Panzern. Wir habt es ja in unseren beiden Videos wahrscheinlich jetzt auch schon gesehen oder eben hier drin schon in dem Video, je nachdem, wie wir es beide schneiden. Dass wir natürlich im Panzermuseum, was unglaublich sehenswert ist, dass man da sehr, sehr viele geile Panzer sieht. Und natürlich, was noch besonderer war, da auch das Wargaming der Sponsor von dem Ganzen hier so ist, durften wir ins Conservation Center gehen. Das war ein Highlight. Und ich glaube, weil da bist du an den Panzern, die sind gefühlt noch vor einer Stunde gefahren, weil die alle dreckig wie Sau waren und die abgenutzt waren. Und du stehst daneben diesen vielen Boliden und da muss ich sagen, ich habe es auch in meinem Video gesagt, dass ich da selber sehr erstaunt war, weil es mir auch ein bisschen, es ist ehrfurchtsvoll. Du stehst vor so einem riesen Panzer, der auch Menschen schon eventuell getötet haben kann. Und das Thema für sich ist natürlich sehr, sehr ernst. Das will ich auch nie immer irgendwo schöner reden. Es geht ja immer um die Ingenieurskunst eigentlich, in dem, was Menschen geschaffen haben. Das ist das Besondere daran. Aber der steht halt und du bist schon, du denkst dir so, boah,
es ist Riesenteil, was da gebaut wurde und wer sich das ausgedacht hat, ist schon... Gerade weil, also wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist oder bei euch, je nachdem, welche Zuschauer dich da gerade anspricht, aber bei mir war es immer so, ich habe das Spiel gespielt, weil ich halt so einen langsamen Shooter cool fand. Das war halt für mich, ich werde älter, ich habe nicht mehr die Reflexe eines 12-jährigen Counter-Strike-Spielers und von dem her fand ich das immer geil, so ein bisschen einen Slow-Shooter zu spielen, aber für mich ist so ein Panzer wie so ein Avatar gewesen und du stehst hier und guckst dir die Panzer und denkst dir, den kenne ich, den habe ich in meiner Garage, den will ich gern. Also es ist wirklich krass gut. Ja, für mich hat es noch einen anderen Hintergrund. Also ich interessiere mich auch für die ganzen Fahrzeuge an sich und habe mich schon immer für den Zweiten Weltkrieg interessiert, für den Ersten Weltkrieg natürlich auch. Conservation Center, vielleicht nochmal, um es zu erklären, was das Ganze eigentlich ist. Im Conservation Center bewahren sie Modelle auf, die aktuell nicht in der Ausstellung sind. Das ist also nochmal so ein spezieller Blick hinter die Kulissen so ein bisschen. Man kann als normaler Besucher von oben quasi raufgucken, kann sehen, wo welcher Panzer steht. Aber, und das war besonders für uns, wir konnten runtergehen direkt zu den Panzern. Und das ist schon was Besonderes. Jetzt fängt es ja an zu regnen, typisch England. Und jetzt fängt es schnell an zu regnen. Wir sollten vielleicht gleich mal umziehen. Ja. Also ich bringe das jetzt zum Ende, würde ich sagen, ganz entspannt. Nee, eine Sache wollte ich noch sagen, als Highlight. Und zwar neben dem Conservation Center, wo sie eben die Panzer aufbewahren und wieder auf Vordermann bringen für die Ausstellung. In der Ausstellung natürlich waren ein paar richtig coole Schmuckstücke dabei und für mich ein kleines Highlight waren diese, ja ich sag mal, immersiven Bereiche, wo man quasi in den Ersten Weltkrieg, jetzt hört es gerade wieder auf, typisch England, in die Bereiche reingeht und da gab es einen Bereich zum Ersten Weltkrieg und das war wirklich cool. Man ist da so durch Gräben gelaufen und ich glaube, Andy Alcaramba hat dazu noch ein Video gemacht, ich selber nicht. Jetzt fängt es wieder ein bisschen doller an, typisch England. Und ja, das waren ziemlich coole Sachen. Ansonsten, ja, viel mehr. Ja, also ich würde sagen, also auch das eben, was Rio angesprochen hat, dieser Graben, dieses Erste Weltkriegsthema, wo auch von Mark 1 bis Mark 9 dann alle Panzer da standen, gerade die dann von der Baureihe sehr ähnlich waren, war sehr, sehr cool gemacht. Also wie gesagt, ich habe ja dem extra noch ein Video gewidmet und wir ziehen es jetzt knallhart durch, trotzdem Regen. Und von dem her muss ich sagen, war sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, für mich war es super. Und ich würde sagen, wir stoßen auf den Tag an. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Es schüttet jetzt. Besser kann ein Video nicht enden. Es schüttet wie aus Eimern. Also, vielen Dank und ihr seht es natürlich mehr. Also, schön mit Öl. Alter, hart.